Ubisoft. Muss ich leider skippen, weil GEMA. So, herzlich willkommen zu einer neuen... Toll, jetzt verkacke ich schon den Anfang. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Driver Parallel Lines. Wie da oben ja schon steht. Und ja. Warte mal, ich muss erstmal Optionen machen. Sorry. Wollte ich eigentlich schon vorher machen, aber ich... Was? Nee. Audio. EX? Nee. Hä? Achso, hier oben. So. Ich darf nämlich keine Musik machen. So. Tut mir zwar sehr leid, aber... Ja, ich muss das nämlich... ich muss das jetzt nämlich hier nochmal machen. Ja. Achso. Das ist ein Let's Play Creepy Driver Parallel Lines. Werdet ihr gleich sehen. Neues Spiel. Yep. Und mal Rundex. CKX, du... Scheiß Tastatur. So. Der Mission Name ist bereits vergeben mit den anderen Namen. Wieso kann ich den nicht über... Fick dich, Scheißspiel! Sorry, muss es sein. Was? Warum? Alter, ich... Sorry, Leute, dass ich da... Nenn mich einfach Rontex, meine Fresse. So. Kann sein, dass ich das skippen muss. Wenn ich Musik höre, dann... Nein, kann ich nicht machen. Ja, dann fangen wir mal an. Slendermans. Da waren Slendermans rum, wie geil. Boah. Die Polizisten. Wie die Köpfe. Bring mich nach Harlem. Wie sehen die denn aus? Sein Kopf eben. Alter. Unten rechts werden die Bodyguard und der Verfolger für zu Fuß begangene Verbrechen angezeigt. Weiter mit G. Ah, das leckt manchmal. Alter! Geh mir weg. Geh mir weg. Ich habe keinen Bock auf dich. Bäh. Alter, wie ekelhaft das aussieht. Oh. Die Minikarte zeigt Cops und Missionsziele. Verwende sie, um den Übergabepunkt zu finden. Also da unten quasi seht ihr das. Blinkt sogar. Gut, geh. Geh mir aus dem Weg, ne? Der Kopf eben. Also der Kopf des Beifahrers gerade. Ja, der Beifahrer ist ein Bankräuber gewesen. Der hat einen Bankraub begangen jetzt. Und den muss ich jetzt zum... zum gewissen Punkt fahren einfach. Und... Ist halt eine kleine Vorgeschichte. Aber konnte ich ja nicht machen wegen der Mucke. Scheiße Mucke ist es ja nicht, aber sonst... Scheiß GEMA.
Unten links werden Geschwindigkeit und Verfolger für beim Fahren begangene Verbrechen angezeigt. Ja, da unten quasi. Und ja, weiter geht's. Alter, der... Schnapsläden, ne? Boah. Also, machst du jetzt gute Kohle oder gehst du pleite? Alter. Mich einfach nur hier weg. Mach ich doch gerade. Hör auf mit deinem Kopf zu wackeln, das sieht... Alter, die Passanten. Habt ihr die Passanten eben gesehen? Alter. Hör auf mit der... Alter, hör auf drum... Hör doch mal auf mit deinem Kopf zu wackeln, das sieht so ekelhaft aus. Das glaubst du ja selber nicht! Oh. Alter, Alter, ist so ekelhaft einfach. Das glaubt man ja gar nicht. Ja, gleich da drüben. Danke, Kleiner. Ich mach Boah! Alter! Zum Hans Point, ja. Und sorry Leute, ich kann die Karte nicht verwenden. Seht ihr da selber. Da. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber guck mal, ich sehe nicht mal die Facecam auf dem anderen Bildschirm. Ich kann mir da jetzt auch nicht keine, ja, ich kann dir da jetzt keine, sag ich mal, Karte hinmachen. Um zu gucken, wo bin ich jetzt und wo muss ich hin und kann ich nicht. Das tut mir leid. Alter, der muss auch gerade alles in die Fresse kriegen. Gerade. Alter, der sieht so ekelhaft aus. Der Fahrer eben. Ja, das ist halt creepy Parallel Lines. Ich habe das nur einfach installiert. Das ist irgendwie kein Mod oder so. Das ist einfach ein Bug, den ich beim Installieren hatte. Oder ja, der beim Installieren passiert ist. Alter. Alter, die sehen hier so ekelhaft aus einfach. Bah. Der eine eben im Auto. Alter. Ich weiß, das sieht man nur ganz kurz, aber wenn man vorbeifährt, Alter. Das ist das Ekelhafteste, was ich hier gesehen habe. Oder was ich hier im Spiel je gesehen habe, ist, eben schon wieder. Nochmal. Der Limo-Fahrer einfach. Alter, das ist wirklich... Alter, das ist wirklich... Ein bisschen horrormäßig. Es ist schon... Eine Sache für sich. Alter. Das ist schon nichts für schwache Gemüter einfach. Ich will nachher mal... Ich will mal hier rumlaufen und gucken, wie das mit den Passanten aussieht. Weil jetzt, ich habe das ja nur durch ein Auto, ich sehe es ja nur durch Autofahrern gerade. Und, so. Job erledigt, du bist in beiden Hansmond. Da, wo ich aufgewachsen war, wollte jeder so... Sorry. Ich musste eben pausieren, weil, wegen der Musik. Sorry dafür, kann ich leider nichts machen. Müsst ihr durch. Ich auch. Ich muss auf Toilette. So. So, da bin ich wieder. Dieses Symbol bedeutet, ich muss meine Kamera versetzen gerade. Dieses Symbol, das bedeutet, dass dein Typ für einen neuen Job verlangt wird. Weiter mit G. Werdet ihr nur kaum sehen, das Symbol, also das Funkgerät, weil da meine Facecam ist. Tut mir sorry, ne? Ja, ich bin beim Rauch.
Den Startpunkt findest du auf der schwarzen Karte, die man leider nicht sieht. Wähl ihn an, damit du die Fakten zum Job bekommst. Weiter mit G. Ich muss erstmal den G-Punkt aktivieren. Haha. Alter. Naja. Weiter geht's. I! Alter, wie sieht er denn aus? I! Der Hals! Zieh doch mal den Hals rein! Alter, die Haare! Zieh doch mal die Haare rein! Kann ich ranzoomen? Nee. Der Kopf gerade! Alter! Du bist ganz schön kopflos! Du siehst ganz schön kopflos aus! Man sieht nur die Haare! Slender! Das ist... Oh, die... Alter, die Arme! Die Arme! Zieh doch mal die Arme rein! Oh, Alter! Das sieht so ekelhaft aus! Wie sieht das aus, wenn ich laufe? Fassfußball. Yay! So. Kann ich mit Müllsäcken Fußball spielen? Yay, Fußball! Yay! Wollte schon sagen, hänge ich im Auto drin? Der Sack hängt aber im Auto drin. Nein, nicht den Sack, den ihr denkt. Yay, Fußball spielen. Hey, 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 Slenderfußball. Hashtag Slenderfußball. Bin gerade über den Sack gelaufen? Ich kann über den Sack rüberjumpen. Wie geil ist das denn? Hi. Das ist ja geil. Hüpf. Hi. Nase. Alter, das ist... Mal sehen, was ich machen kann in der nächsten Mission. Hey Mike, ich bin's, Link. Also, ich hätte was. Ich habe eine Karre, die am Hans Point in Geisdorf gegeben hat. Hol sie ab und mach sie startklar. Sorry wegen der Musik. Das auch! Ah! So. Sorry noch mal, ich muss das skippen wegen der Musik. Das tut mir echt leid. Aber ich soll jetzt, wie gesagt, wie er schon gesagt hat, ein Auto abholen. Ist kaputt. Soll ich in die Garage fahren und da ein bisschen aufbrezeln. Aber bevor ich das mache, werde ich erstmal in die Fußgängerzone. Da freue ich mich schon. Zurück zum Spiel! So. Bevor ich mir ein Auto hole, gehe ich erstmal in die Fußgängerzone. Alter! Alter, zieht euch den Arsch rein! Zieht euch mal den Arsch rein! Alter, der Arsch! Der hat Sonnenarsch, Alter! Alter! Hast du einen Silikonarsch? Hast du die Silikon in den Arsch gespritzt oder machen lassen? Alter, wie ekelhaft die aussehen. Guckt euch das mal an. Die alte. Die Haare. Guckt euch die Haare an. Die Haare. Alter. Alter, die Arme. Die Arme. Kann ich den schlagen? Wie der da liegt. Wie der da lag eben. Bah. Ja, da waren eben Bullen, das ist, ja. Ja, sorry, ich muss mal erstmal.
Alter, wie die laufen teilweise. Kann ich hier sprinten? Nee. Weiß ich gar nicht. Gerade. Hi, Kollegen, Alter, was habt ihr für Arme? Bah. Alter, guck mal seinen Arsch an. Ach nee, warte mal. So. Warte mal, ich geh mal so. Guck mal seinen Arsch an. Der hält mir gerade den Arsch hin, weißt du? Bah. Alter, wie ekelhaft das ist. Gut, vorher stand hier ein Motorrad. Das ist strange. Kann ich mir das Auto schnappen hier? Alter. Bah. Die Passantin eben. Ah, die hat mir da nicht gesehen, wie der Facecam. Naja. Oh, das sieht manchmal so ekelhaft aus. Bah. Oh, Alter, der Arsch. Hey, Müllfußball. Yay. Nochmal Müllfußball. Yay. So. Einmal rin ins Auto. Bringe das Fahrzeug zu Race Autoladen. Fahrst nicht zu Schrott. Hat leider ein Verhandlungslevel. Ich hoffe, das klappt so gut wie der ersten Aufnahme. Weil das wäre echt behindert, wenn das jetzt nicht gehen würde. Und sind die Bullen da nicht noch? Weil das wäre echt kacke. Ne, sind nicht mehr. Bäh. Ui. Alter, wie ekelhaft das aussieht. Park in der Werkstatt. Ich werde dich mal ein bisschen rumführen. Hier finden magische Verwandlungen statt. Aha. Da oben wird der aktuelle Fahrzeugzustand aufgezeichnet. Zum Beispiel Temperatur, Schaden und Nitro. Ich kenne das ja. Könnt ihr euch alles. Hier werden die Fahrzeugfunktionen angezeigt. Zum Beispiel Handling, Beschleunigung und Spitzengeschwindigkeit. Außerdem siehst du den Fahrzeugnamen hier. Dann lass uns mal den Schrotthaufen wieder zusammenflicken. Was, zusammenficken? Ach nee, zusammenflicken. Ach so. Ja, ich denke immer falsch. Sorry. Machen wir mal zusammenflicken. Bist du sicher? Joa. Machen wir das? Ich weiß nicht, wie aus ich machen soll. Nein, gut. Du erregst auf der Straße automatisch Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass du gut bist, aber das ist unvermeidbar, also pass auf. Wenn du es ohne Verfolger hierher schaffst, sorge ich dafür, dass du neue Nummernschilder kriegst. Versuch's mal. Was? Neue Nummernschilder? Was hat er Gott, was Hauptbug gerade? CP. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange ich aufnehme. 16. Ich sag mal bis 30. Bis 30 mache ich noch. Dann mache ich eine kleine Pause, weil Facecam rendern und so. Weil ich sehe mich ja nicht in der Facecam. Weil sonst kann ich das ja auf dem zweiten Monitor, aber Delikte loswerden. Weiß ich auch nicht.
Na gut. Okay, gut so. So, das Teil wird jedenfalls nicht gleich wieder auseinanderfallen. Wie ich Sling kenne, will der einen Schlitten, der was hermacht. Und da kann ich dir bestimmt weiterhelfen. Zubehör. Ich habe reichlich Ersatzteile hier rumliegen und weil ich heute in Spendierlaune bin, kannst du einen Teil umsonst haben. Aber nur dieses eine Mal. Nimm dir, was du brauchst. Hast du auch Frauen im Angebot? Eine Frau könnte ich auch gut gebrauchen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen mit richtig dicken... Ich will nicht darauf eingehen. So. Ja, was nehmen wir denn da? Kugelsicher. Was habe ich letztes Mal genommen? Getönte Scheiben. Ich mache immer kugelsichere Reifen, das ist am besten. Weil Reifen schießen, das ist echt blöd. Na gut. Machen wir das. Yep. Jetzt reicht's. Du musst mich ja nicht gleich ruinieren. Wieso? Jetzt musst du später wiederkommen und blechen. So, jetzt motzen wir das Teil mal ein bisschen auf. Bei mir hast du die beste Auswahl. Such dir eine Farbe aus. Alter. Na gut, der heißt ja Ray. Ray. Du hast mir gesagt, dass ich was aufmotzen soll. Warum sagst du mir, dass ich es dich ausnehme? Hörst du dich auch mal bei den Reden zu? Naja. Neue Farbe, Grundlackierung. Ach, kann ich die Haube auch färben? Kann ich die schwarz machen? So Carbonfarben einfach. Wart mal, Kleiner. Alles hübsch der Reihe nach, TK. Nicht so hastig. Arsch. Verdammt. Das ist die hässlichste Farbe, die ich hier gesehen habe. Ja. Der geht eigentlich. Und schwarz ist ja auch mal geil. Kann auch die Felgen färben? Nee, ne? Haube? Nee. Schade. Wäre cool. Was nehmen wir denn da? Ich will mich ein bisschen beeilen hier. Lila wäre blöd. Wow. Lila. Ah, ich nehme mal das Blau, das ist super. Okay, du kannst deine Meinung später immer noch ändern. Ich kenne da einen Typen, der macht Speziallackierungen. Total abgefahrenes Zeug. Aber der ist heute nicht da. Du hast dir echt eine super Karre zusammengestellt. Ich bin beeindruckt. Dankeschön. Bist du an technischen Details interessiert? Slick will einen schnellen Wagen. Wir werden daher die Motorleistung verbessern. Schau dich ruhig um. Vielleicht können wir sonst noch was für dich tun. Du kannst deinen Mund halten, deinen Vorlauten. Aber erst meckern, dass ich ihm ausnehme, ne? Natürlich. Logisch. Ja. Du wirst noch eine Menge Arbeit an einer Menge Autos in dieser Werkstatt tun. Deinen Wagen kannst du hier abstellen. Ich werde über deine Arbeit Buch führen. Wenn du dein Auto zu Brei fährst, schleppe ich das Wrack für dich ab. Du kannst es dann bei mir irgendwo wieder abholen. Ja, ich weiß, ich bin viel zu gut zu dir. Bist du gut zu mir? Also ich will nicht wissen, in welcher Weise. Also, Sorge, Leute, habe ich hier irgendwas an? Das hört sich so komisch an. Egal. Ein Pubertätspickel einfach. Naja. Juckt nur etwas. Einlagern! Ja. Garage verlassen. Die Garage denkt sich wahrscheinlich, bitte verlass mich nicht. Wir waren schon so lange zusammen. 10 Minuten. Naja. Ja, ich will sie verlassen, weil sie mich betrogen hat.
Ja, ich verlasse die Garage, weil sie mich betrogen hat. Sie war nämlich mit einer Tiefgarage zusammen. Weißt du, die war schön flach, weißt du? Wegen Tiefgarage. Alter, ist ja flach. Die Tiefgarage ist genauso flach wie mein Witz gerade. Alter. Ja, die Garage war mit der Tiefgarage zusammen, deswegen verlasse ich sie, weil sie mich mit der Tiefgarage betrogen hat. Siehst du. So. Hey, Kleiner! Wow, du hast einfach goldene Hände. Der Wagen sieht ja so cool aus. Ray, schließ doch mal das Funkgerät an. Klar doch. Wir müssen in Funkverbindung bleiben, Kleiner. Ich muss wissen, Alter. Drei meiner Männer haben sich Blitzgeräte von der Polizei. Oh mein Gott. Alter, wie gruselig. Und beim dritten mindestens 100 drauf haben. Na? Willst du dich drauf einlassen? Alter, sein Arsch. Das ist übrigens Slink. Der gibt mir die Aufgaben. Und fahr am ersten Blitzgerät mit 60 vorbei. Der hat seine Hand durch ein Dach. Bah. Alter, die Passanten. Wie ekelhaft. Und blau ist eine gute Farbe. Das ist meine Lieblingsfarbe auch. Also. Oh, Alter, war es knapp. Das war knapp, Leute. Mit 60. Ja, werde ich wohl hinkriegen. Yay! Alter. Der Slenderman wurde gerade geblitzt. Der kommt gleich in die Polizeiakte. Der Slenderman. Alter. Alter, wie ekelhaft das bitte ist. Ich mache die Mission noch fertig. Und dann muss ich gleich eine Aufnahmepause machen. Weil, ja. So lange kann ich ja mit der Facecam jetzt nicht aufnehmen. Warte mal, 70. So. Yay. Zeig mir mehr davon. Mit 100. Flye Bahn mit Marzipan. Doch nicht. Verdammt. Ah, der Mendel, der stört einen auch so ein bisschen. Das ist echt krank. Yay! Klack! So. Deine kleine Vorführung gefällt mir. Zeig mal, was du sonst noch drauf hast. Oh, den Wagen kannst du behalten. Mach damit, was du willst. Over. Okay, Slink, ruf mich an. Die Funkverbindung hier verliere ich bald. Ich fühle mich schon wie dem Film Convoy. Over. Und Ende. Ein Convoy? Na, das ist ja super. Kann ich hier vielleicht umdrehen? Das wäre... Oh, das wäre super. Karte, bitte. Was? Och, nö. Wo denn jetzt schon wieder? Ich werde es mal speichern, Leute.